da fällt mir nichts so ein. Gut, den Teilbereich haben wir schon mal durch. Das ist ein ziemlich großer Bereich tatsächlich, muss ich sagen. Da hinten lauert jemand. Ich glaube, wir sind hier an dem Hubwagen vorbeigekommen, der übrigens auch sehr interessant aussieht. Ja, hier ist der Ausbereich, genau. Dann gehen wir nochmal hierhin zurück, damit wir speichern können, ne? Und dann geht es hier nämlich weiter direkt. So. Sage mir geschwind, wie viele Punkte du hast. 3882, okay. Die Frage ist, wo geht es jetzt weiter? Das ist die große Preisfrage. Okay, es wird dunkel, Freunde. Das ist fies. Boah, Alter. Innerhalb kürzester Zeit habe ich alle über die Hälfte meines Lebens verloren. Innerhalb kürzester Zeit. Ja genau, schieß deinen eigenen Kollegen ab. Finde ich gut. So, du stirbst jetzt. Alter Schwede. Also an deinen Resistenzen müssen wir echt arbeiten, Kollege. Das geht so nicht. Jetzt saug doch. Mann, der Typ ist reif. Also, ne? Im Sinne von, er kann leer gesaugt werden. Oh, hier haben wir zwei Plasmabeutel. Mein Gott, ey. Der ist fast tot, der Junge. Jetzt schnapp ihn dir. Der ist so doof, um ihn zu schnappen. Mann, jetzt nimm ihn endlich. Das hört sich so falsch an, aber das ist mir gerade so egal. Mann, jetzt hol ihn dir endlich. Ja, geht doch. Meine Fresse nochmal. War aber eine schwere Geburt. Mein Gott nochmal. Ziemlich schwer. Das Inventar ist verdammt voll schon wieder. Ich muss echt gleich mal meine Schusswaffe wieder ausstatten. Wir müssen die Munition hier mal loswerden. Zum Beispiel die Revolver-Munition hier. Ich meine, der Revolver ist bestimmt super. Aber ich brauche Platz hier. Das ist das Problem. Das Bargeld, das nehmen wir gleich mal mit. Sehr schön, haben wir 23 Dollar mehr auf unserem Konto. Das finde ich gut. So, hier hatten wir noch zwei Plasma-Beutel, die nehmen wir natürlich auch mit. Ne, ist ja ganz klar. Reserve können wir immer gut gebrauchen für den Notfall. Ich glaube, ich muss gleich mal die Taschenlampe ablehnen. Ey, die Inventarverwaltung ist echt schon wieder eine Katastrophe, ne? Pass mal auf, ich glaube, ich lege mal die Taschenlampe ab. Die ist ja sowieso nicht bestimmt. Ich denke mal, so viel Kohle dürften wir dafür nicht kriegen. So. Die Kiste können wir nicht öffnen. Okay, dann können wir die Taschenlampe erstmal weiter mitnehmen. So schnell wir können sich Entscheidungen ändern, ne? So ist das, Freunde der Sonne. So. Genau, den Bereich haben wir dann auch, beziehungsweise den vorderen Teil. Ich ziehe mich jetzt nämlich erstmal zurück, dann wird wieder gespeichert. Weil das ist ja Wahnsinn, was die Gegner teilweise für einen Widerstand leisten können. Irre. So, und dann ballern wir erstmal den Revolver leer. Und dann, denke ich mal, wechseln wir wieder zu 9mm zurück oder zu der Glock. Ich denke nämlich mal, dass es eine Glock sein soll. Vor allem frage ich mich, wann kriegt Christoph neue Kleidung? Er muss ja mal neue Kleidung haben. Er kann ja nicht ewig in seinen Kreuzzugdingern rumlaufen. Komm schon. Es brennt! Zur Hölle mit euch! Der Kerl stirbt einfach nicht, ne? Scheiße. Jetzt stirb doch endlich mal, Mensch. Na endlich. Oder auch Zeit. So, dann schnappen wir auch gleich den anderen. Der trifft er gar nicht. Nee, ist klar. Er feuert einmal und trifft sofort. Hm? Natürlich. Oh, 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 oh. Oh, oh.
Alter, das ist unglaublich. Ich baller wie ein Bekloppter und treffe vielleicht ein, zwei Mal. Und der schießt zweimal und trifft komplett. Was ist das schon wieder für Beschiss-KI? Ist ja wohl unglaublich. Ne? Geht ja wohl mal gar nicht hier. So fangen wir mal gar nicht erst an, Freunde. So, Munition ist sowieso alle. Er hat noch 8 Schuss. 8 Schuss behalten wir auch mal übrig. Kann man die Schüsse nicht zusammenlegen? Nee, leider nicht. Schade. Hm. Doof. Ich wirke gleich direkt erstmal Stärke. Ich denke mal, der ist mit dem Pfeil bewaffnet. Das Maß seines Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut. Ja, der mit dem Teaser ist nicht so schlimm wie der mit dem Pfeil. Der kann mich lähmen. Sehr gut. Komm, schnapp ihn dir. Komm und schnapp ihn dir. Komm und schnapp ihn dir. Was? Habe ich nicht gesagt. Ja, und wie geht es euch so? Könnt ihr mal so erzählen in den Kommentaren, so, was ihr so macht. Wie läuft im Job? Könnt ihr mal so erzählen, wie ist das Wetter bei euch? Erzählt mal. Ja. Ich muss gerade mal ein bisschen Platz schaffen. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Platz. Ist auch gut. Der packt sich wieder fest, ey. Jetzt geht die Tür wieder so. Das ist unglaublich, ey. So, dann ziehen wir uns erstmal zurück. Ich war schon wieder zurückziehen. Ja, schon wieder zurückziehen. Es muss leider sein, Leute. Ich muss speichern können. Ne, ihr kennt das Prozedere ja. Es ist echt hier so ein kleines Makel. Aber es ist ein kleines, es ist ein großes Makel. Dass sie das nicht gleich direkt von Anfang an eingebaut haben, dass das Spiel wann und wo man will abspeichert. Sondern dass man wirklich von Bereich zu Bereich rennen muss, damit er abspeichert. Das sind solche Spiele, ja. Naja, gut. Auf der PlayStation haben sie es ja zum Beispiel auch nicht geschafft, dass man Command & Conquer abspeichern kann. Das hat man ja auch nicht geschafft. Zu welchen Gründen auch immer. Es gibt ja sowas wie Memory Cards, aber wozu braucht man die? Zum Speichern. So, Stärke wirken. Übrigens, was die Disziplin... Alter, 3 von denen, ne? Oh, das ging aber schnell. Okay, die scheinen nicht sehr viel drauf zu haben, tatsächlich, wenn man die Disziplin wirkt. Schnapp ihn dir. Komm und schnapp ihn dir. Komm und schnapp ihn dir. Ich höre ja schon auf. Ich frage mich nur, was kommt hier rein? Wenn da die Schusswaffe ist, was kommt da rein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch sowas, so einen Zusatz wie Munitionsgurte oder sowas, die man dann da reintun kann. Ich habe keine Ahnung. Oder sowas. Aha! Glückwunsch. Ich habe gerade herausgefunden, wie ich eine Taschenlampe benutzen kann. Hey! Super! Schönes Ding. Schnappen wir uns den 3. Aluschläger noch? Ja, ich glaube schon. Komm. Cool. Dafür ist also der 2. Bereich da. Um sowas wie Taschenlampen zu nutzen. Das finde ich cool. Hier ist nichts zum Looten. Echt nicht. Toll. Waren wir völlig umsonst hier. Naja gut, wir haben endlich herausgefunden, wie wir die Taschenlampe nutzen können. Toll. Klasse. Vor allem Christoph kann auch sofort auf Anhieb damit umgehen. Auf Anhieb. Das finde ich echt interessant. Vor allem glaube ich auch, dass dadurch die Gefahr schneller zu entdecken höher wird. Also schneller, dass man schneller entdeckt wird. So, dann gehen wir nochmal hier zurück. Ja, ich weiß, es kommt ziemlich oft vor, dass ich das mache, aber es muss ja nun mal sein. Denn sonst kommen wir ja nicht weiter, sonst, wenn wir sterben, dann müssen wir ja alles wieder nochmal von vorne machen. Das muss ja nicht sein, ne? Deswegen mache ich das ja hier.
So, was bist du? Typ mit Schrotflinte, Typ mit Flammenwerfer, was bist du? Identifiziere dich. Flammenwerfer, ich sehe das schon. Da liegen die Bleihandschuhe, da waren wir also schon. Es brennt! Ja! Zur Hölle mit euch! Es brennt! Ja! Zur Hölle mit euch! Vor allem, dass er ihn nicht einfach noch mit der Taschenlampe noch einen mitgibt, ne? Komm, wird nochmal Stärke. So. Ja, geil! Die erschießen sich gegenseitig, das finde ich so geil. Echt. Dass sie sich gegenseitig um die Ecke bringen, das finde ich so cool. Das ist echt eine schöne Sache, dass sie sich teilweise gegenseitig um die Ecke bringen. Au. Stirb, Kollege, stirb. Schnell Heilung wirken. Mein Gott, jetzt stirb doch mal. Danke. So, wo ist der andere Soldat? Jetzt muss ich den schon wieder suchen. Immer muss ich die gegnerischen Soldaten suchen. Das ist ja furchtbar. Wo ist der? Wo ist der Penner hingeflohen? Ich sehe ihn nicht. Das finde ich nicht gut. Ich glaube, ich kann es mir mal leisten, einen Beutel zu benutzen. Wow. Okay. Es hat zweimal für ihn ausgereicht, tatsächlich. Ach nee, wir hatten ja einen in Reserve. Stimmt. Wir hatten ja noch einen in Reserve. Egal, dann haben wir jetzt beide benutzt. Nicht so schlimm. Dann lege ich mal die anderen beiden zur Seite. Nimm dann stattdessen mal die Austreibung des Tiers. Keine Menschen. Kerkers aus Eis. Elementarbeschwörung. Bin mal gespannt, wie diese Schriftrollen funktionieren werden. Ich probiere das gleich mal aus bei Gelegenheit. Ah! Wir haben einen neuen Freund, würde ich mal sagen. Zur Hölle mit euch! Kümmerst du dich bitte um die, die da sind? Ich kümmere mich um den Penner da. Ah, noch ein Goldkettchen tragen, wa? Ja, ja. Heilsalbe können wir mitnehmen, können wir gut verkaufen. Das ist noch ein Trank aus menschlichen Tagen von Christoph. Also schon enorm lange her. Gut, das war nur so ein kleiner Zwischenbereich. Der Penner, da ist er. Zur Hölle mit euch! Und jetzt stirb. Komm schon. So. Tür. Also hier sind sehr viele Türen. Sehr viele. Alter Schwede, hier sind richtig viele Türen. Also ich denke mal, es dürfte noch länger dauern in diesem Bereich. Denn ja, ich will ja möglichst alles durchsuchen, das wisst ihr ja. Eieieiei. Also das wird noch eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind, glaube ich. Aber hey, das machen wir doch gerne. Oder? Machen wir doch gerne. Und bis das Let's Play zu Ende ist, gibt es dann halt 2 Parts pro Tag. Ist doch auch super. Dann dauert es halt eben ein bisschen, bis Tiberian Sun kommt. So. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ich weiß aber nicht, ob der Gang tatsächlich weiterführt im Gegensatz zum anderen Gang. Aber wir gehen ja sowieso hier sämtliche Gänge in Ruhe durch. Wer ist das? Wer ich bin? Och, ich bin nur ein Vampir. Mein Name ist Christoph. Und ich sauge dich jetzt leer. Und gib dabei komische Geräusche von mir. Ah, guck mal, hier haben wir noch einen Computer, den wir gleich mal kontrollieren können. Cool.
Gut, also wir haben schon mal herausgefunden, wie wir die Taschenlampe nutzen können. Obwohl da steht nicht bestimmt, aber gut, okay, anscheinend ist sie doch bestimmt. Ist interessant, ja. So, der ist auch mausetot. Na, noch einer von euch. Tatsache, zwei sogar. Au, au, au. Stärke. Wissen ist zwar Macht, aber Stärke auch.